technischen Rockstar Support. Mein Name ist. Was kann ich für Sie tun? Ja, Martin, schönen guten Tag. Und zwar habe ich in GTA 6, ich meine GTA 5, ein technisches Problem. Könnten Sie mir dabei wohl weiterhelfen? Könnten Sie mir sagen, genau worum es geht? Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe ein bisschen GTA Online gespielt und habe jetzt ein paar Autos verkauft. Und dann kriege ich auf einmal die Meldung, dass ich mein tägliches Limit erreicht habe. Und ich meine, das hatte ich noch nie im Spiel. Seitdem ich das spiele, seitdem es draußen ist, seit 2013, hatte ich das noch nie. Und jetzt habe ich ganz viele Autos verkauft auf einen Schlag und jetzt zeigt mir an, dass ich ein tägliches Limit habe. Ist das normal oder was ist das jetzt? Also wir haben zum 01.01.2016 unsere Richtlinien da geändert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, kommt ja auch immer darauf an, wie viele Autos Sie verkaufen und welche Autos. Wenn es jetzt zum Beispiel Straßenfahrzeuge sind, dann müssen Sie immer 45 Minuten warten. Die Autos aus der Garage können Sie nacheinander verkaufen. Ja, ach, das weiß ich auch. Das sind jetzt neben meine eigenen Fahrzeuge gewesen. Ich habe jetzt ganz viele verkauft davon. Und jetzt habe ich das Limit, also das verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber wenn Sie doch Straßenfahrzeuge klauen und die in die Garage stellen, dann müssen Sie immer 45 Minuten warten. Ich habe... Sie haben mehrere Garagen von eigenen Fahrzeugen, die Sie selber gekauft haben, möchten die alle verkaufen. Nein, es sind keine Straßenfahrzeuge. Ich habe ein Auto, was ich mir selbst gekauft habe, habe ich dann voll aufgetunt. Also beziehungsweise ich habe alles selber gekauft und dann habe ich halt die Autos verdoppelt. Ja, dass ich ganz viele davon hatte, so 10, 20 Stück. Ja, und dann habe ich die alle verkauft, außer einen. Ja, und dann wurde mir dann auf einmal die Meldung angezeigt, dass ich mein tägliches Limit erreicht habe. Wollen Sie mir gerade sagen, dass Sie geglitscht haben? Was heißt geglitscht? Also, das ist kein Glitch, ich denke mal, das ist ein Spielfehler. Ja, aber das verstößt ja gegen unsere Richtlinien. Das können Sie uns melden, dass sowas passiert ist oder dass sowas im Internet kursiert und dann können Sie uns das sagen und dann werden wir das auch sofort rückgängig machen. Aber Sie können ja nicht Autos verdoppeln und die verkaufen. Das ist ja Betrug. Das verstößt gegen unsere Richtlinien. Als Sie das Spiel installiert haben, haben Sie ja zugestimmt, dass Sie, dass das alles so richtig ist und dass Sie nicht glitschen und das verstößt ja gegen unsere Richtlinien. Das dürfen Sie ja gar nicht. Ja, das war jetzt eigentlich nicht meine Frage. Meine Frage ist eigentlich, wie ich die Autos verkaufen kann jetzt. Ich brauche nämlich Geld. Ja, das können Sie nicht einfach so verkaufen. Geglitschte Autos dürfen Sie eigentlich gar nicht verkaufen. Das ist rechtswidrig, das dürfen Sie nicht. Was kann mir jetzt im schlimmsten Fall passieren? Ja, Sie können gebannt werden. Im schlimmsten Fall Ihre ID. Dann können Sie gar nicht mehr online spielen. Also das heißt, ich werde von GTA Online ausgeschlossen? Genau, richtig. Es kann auch lebenslang passieren, wenn Sie natürlich ganz oft glitschen. Okay, das wäre jetzt nämlich blöd, weil ich habe nämlich meinen gut bezahlten Job gekündigt, Hartz IV angemeldet, um das Spiel jeden Tag zu spielen. Das wäre nämlich ziemlich traurig. Ja, das ist ja aber nicht mein Problem. Das haben Sie ja selber gemacht. Sie können ja nicht den ganzen Tag da glitschen und Sie wissen ganz genau, dass es Betrug ist. Andere Spieler glitschen nicht und müssen sich ihr Geld auch ehrlich verdienen. Ja, ich weiß, was Sie meinen, nur das Problem ist jetzt einfach, dass es einfach nicht meine Frage ist. Mich interessiert das auch ehrlich gesagt gar nicht. Meine Frage war, bin ein bisschen nervös gerade. Meine Frage war jetzt halt, wie ich die Autos verkaufen kann, wie ich dieses tägliche Limit umgehen kann, ob Sie da vielleicht einen kleinen geheimen Tipp für mich haben. Nee, das habe ich nicht, das tut mir leid. Außerdem ist das nicht in unseren Richtlinien, das ist verboten, das dürfen Sie nicht. Ja, das sagen Sie mir jetzt das vierte Mal, das weiß ich. Zeitlimit erreicht oder ihr Limit erreicht, dann ist das so. Das ist ja schon von Rockstar extra so gemacht, dass die Leute nicht ewig glitschen. Dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ja, aber wenn Sie das mal so betrachten, ist das ja eigentlich eure Schuld. Das ist ja euer Spielefehler, nicht mein Problem. Ja, aber es ist trotzdem verboten. Andere Spieler haben nicht so viel Geld. Die machen Missionen, die machen Banküberfälle, damit sie Geld bekommen und sie glitschen das Geld einfach. Das ist ja nicht rechtens, das dürfen sie ja nicht. Ja, ich weiß, was Sie meinen, nur das Problem, ich habe auch viele Missionen gemacht, nur ich finde, Rockstar bescheißt die Leute ganz schön. Da macht man eine Menge Arbeit, viele Missionen und da kriegt man nur so wenig Geld. Das ist doch kein Wunder, dass die Leute anfangen zu glitschen. Ja, dann müssen Sie sich das Spiel ja auch nicht kaufen. Ich habe es mir aber gekauft.
Ja, dann tut es mir leid. Also wenn Sie da jetzt solche Probleme haben, dann tut es mir wirklich leid. Dann müssen Sie halt eben mehrere Missionen machen an einem Tag. Sie sind ja jetzt schon arbeitslos, dann können Sie den ganzen Tag da die ganze Mission machen und dann kriegen Sie auch irgendwann gut Geld. Aber Glitchen ist nicht, das dürfen Sie nicht, das ist verboten. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Kann ich denn jetzt noch so eine Bude voll machen? Das bleibt ja Ihnen überlassen. Also ich finde es nicht gut, wenn man glitscht, weil es ist Betrug und steht nicht in unseren Richtlinien. Das darf man nicht. Ja, also haben Sie gerade gesagt, das bleibt Ihnen überlassen. Also darf ich jetzt noch so eine 10er-Garage voll machen? Nein, dürfen Sie nicht. Und was ist, wenn ich es mache? Dann kann es sein, dass Sie von Rockstar gebannt werden. Ja, nerv ich Sie etwa? Ein bisschen. Warum? Weil Sie ganz genau wissen, dass Sie nicht glitschen dürfen und Sie machen es trotzdem. Und Sie haben noch die Frechheit, mich zu fragen, wie Sie weiter glitschen können und wie Sie weiter Ihre Garagen voll machen können. Hören Sie jetzt mal, werden Sie mal nicht pampig. Ich bin nicht pampig und sage Ihnen jetzt zum wiederholten Male, dass Sie nicht glitschen dürfen und Sie machen es aber trotzdem. Ja, ich weiß, aber wenn ich jetzt sage, ich mach's nicht, im Endeffekt mache ich es trotzdem. Ja, das bleibt ja Ihnen überlassen. Wenn Sie irgendwann gebannt werden oder ausgeschlossen werden von GTA Online, ist das auch nicht mein Problem. Aber ich dachte, man kann nur fürs Hacken und Modden gebannt werden, nicht fürs Glitchen. Natürlich auch fürs Glitchen. Sie betrügen ja das Spiel. Sie betrügen ja andere Spieler. Ja, die wissen davon aber nichts. Sie ergaunern sich das Geld. Ergaunern? Das klingt jetzt so, Sie stellen mich jetzt als Kriminellen dahin. Natürlich, das ist auch kriminell. Glitchen, Hacken oder Modden, das ist kriminell, das ist verboten, das darf man nicht. Das kann sogar von der Polizei verfolgt werden. Ach, jetzt hören Sie mal auf. Wenn das immer wieder passiert und Sie werden immer wieder gebannt oder ermahnt und Sie machen das trotzdem, dann werden Sie irgendwann eine Anzeige bekommen. Ja, aber das ist doch euer Verschulden. Ich meine, ihr habt diesen Spielfehler drin. Dann kann man das doch aber uns melden. Sie können im Support selber anrufen, Sie können Rockstar eine E-Mail schreiben, Sie können Rockstar technischen Support wie jetzt auch anrufen und sagen, hey, ihr habt da einen Spielfehler drin, da kann man Autos glitschen, macht das bitte weg. Da ist kein Problem bei. Ja, es gibt ja momentan Spielfehler, den mache ich ja auch die ganze Zeit, deswegen habe ich auch so viele Autos. Ja, dann sagen Sie mir doch, um welchen Glitch es geht. Und dann kann ich Bescheid sagen, dass da wieder geglitscht wird und dann kann das auch gepatcht werden. Ja, aber ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. Wenn Sie mir sagen, wie ich diesen tägliches Limit umgehe, sage ich Ihnen den Money-Glitch. Das sage ich Ihnen nicht, weil ich es selber auch nicht weiß. Dann sage ich Ihnen auch nicht, was für ein Glitch das ist. Dann müssen Sie es sein lassen. Es gibt viele Leute, die das sofort melden. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Das glaube ich aber schon. Okay. Haben Sie noch eine Frage? Nein, das war's. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, meine Freunde, das war der tolle Rockstar-Support. Die wollte mir leider nicht weiterhelfen, also habe ich ihr im Gegenzug leider auch nicht gesagt, wie mein toller Money-Glitch funktioniert. Aber ist ja auch egal, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like nach oben da, wir sind einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann sagt mir das einfach und ich lasse mir dann irgendwann mal was Neues einfallen. Ja, an der Stelle bin ich erstmal raus. Wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und dann bin ich wirklich jetzt mal raus und würde sagen, bleibt gesund, meine Freunde, bleibt treu und checkt meine neue Endcard aus. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.